Und wieder mal traurige Nachrichten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum 1. Juli 2024 wissen Sie ja mittlerweile, steigt Ihre Rente. Nein, das ist natürlich keine traurige Nachricht, aber wird ja leider an allen Ecken und Kanten aufgefressen, also die Rentenerhöhung. Denn der Beitrag zur Pflegeversicherung ist ja erst zum 1. Januar 2024 gestiegen. Dann führt eine Rentenerhöhung automatisch ja auch zu mehr Beiträgen in der Krankenkasse. Der ein oder andere landet dann auch noch in der Steuer. Und nun ist es so, dass aller Voraussicht nach die Pflegeversicherung Anfang 2025 ein weiteres Mal erhöht wird. Ja, Sie hatten richtig gehört, Anfang 2025 müssen die Beitragszahler und damit auch Sie, liebe Rentnerinnen und Rentner, mit einer erneuten Erhöhung der Pflegeversicherungsbeiträge rechnen. Davon gehen sowohl die DRK als auch der Verband der Ersatzkassen NRW aus. Die Pflegekassen gehen nämlich davon aus, dass die Finanzmittel im ersten Quartal 2025 insgesamt weniger als eine Monatsausgabe betragen und in diesem Fall darf dann die Bundesregierung den Beitragssatz per Rechtsverordnung anheben. Es wird erläutert, dass die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Gesamtsystems nach aktueller Datenlage eine Beitragsanhebung voraussichtlich schon zu Beginn des Jahres 2025 erforderlich macht. Und wie hoch wird die Beitragserhöhung ausfallen? Nun, dazu gibt es erste Prognosen und man geht davon aus, dass die Beiträge zur Pflegeversicherung etwa 0,2% angehoben werden könnten. Aber es gibt auch noch andere Stimmen, so zum Beispiel der unabhängige Beirat des Stabilitätsrats. Auch der geht von steigenden Beiträgen aus, der allerdings nicht von 0,2%, sondern mindestens um 0,5%. Auch Karl Lauterbach hat sich schon geäußert, dass die deutsche Pflegeversicherung mit einem unerwarteten Anstieg der Zahl neuer Pflegebedürftige konfrontiert sei. Und an der Stelle sage ich, unerwartet? Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, was für Herr Lauterbach da unerwartet ist. Denn dass die Zahl der Pflegebedürftigen eben auch aufgrund unserer demografischen Struktur in Deutschland steigt, lag auf der Hand. Denn klar gibt es ab einem gewissen Alter prozentual mehr Pflegebedürftige. Also es ist tendenziell ja so, dass ein 70-, ein 80-Jähriger eher pflegebedürftig ist als ein 20-Jähriger. Das ist vom Grundsatz doch kleine Mathematik. Aber unerwartet ist für mich an der Sache nichts. Auch die Präsidentin des Sozialverbands VdK hat hier eine Forderung. Und ich stehe hinter dieser Forderung. Und zwar fordert die Präsidentin des VdK eine verstärkte Finanzierung der Pflegeversicherung aus Steuermitteln. Sie hält das für unvermeidbar. Und ich sehe es genauso. Auch aus Respekt vor der Lebensleistung der Älteren muss die Pflege aus Steuermitteln subventioniert werden. Alles andere wird nicht funktionieren. In einem meiner letzten Videos habe ich ja auch schon aufgezeigt, dass durchs Rentenpaket die Rentenversicherungsbeiträge steigen werden. Die Krankenversicherung steigt auch regelmäßig. Jetzt steigt auch die Pflegeversicherung. Und meine Damen und Herren, wie lange sollen die Sozialabgaben denn noch steigen, bis das System irgendwann dann komplett aus allen Fugen kracht? Ich meine, wir dürfen uns hier auch schon mal vor Augen führen, dass die Sozialabgaben derzeit ja schon bei über 40% liegen. Dann kommen demnächst noch die Erhöhungen hinzu und da ist noch keine Steuer berücksichtigt. Und an der Stelle, wie gesagt, wie lange sollen Arbeitnehmer das denn noch mitmachen? Irgendwann ist gut und daher sage ich auch, es gibt Bereiche, da muss Soziales dann einfach von der Allgemeinheit getragen werden und über Steuern finanziert oder subventioniert werden. Aber das ist meine Meinung. Schreiben Sie mir gerne mal Ihre Meinung in die Kommentare. Also schreiben Sie mir da gerne mal rein, wie Sie das sehen. Von mir soll es das ansonsten für dieses Video gewesen sein. Wir sehen uns gerne in meinem nächsten Video. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Das war's von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.